Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 meiner Adventsverlosung. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Für Tag 3 habe ich euch wieder was ganz Besonderes rausgesucht. Der Gewinn heute richtet sich besonders an Buschkrafter und Outdoor-Enthusiasten. Heute am dritten Tag meiner Weihnachts-Adventsverlosung gibt es zwei verschiedene tolle Produkte, die einen Gewinner glücklich machen. Gewinn Nummer 1 ist ein Wasserfilter von Surau. Und Gewinn Nummer 2 ist ein Hobo-Kocher von der Firma Petromax. Beide Gewinne zusammen haben einen Warenwert von 128 Euro. Den Gewinner des gestrigen Videos, da gab es einen tollen Rucksack von Helikontex und den PXon Guardian Angel, verrate ich euch später im Video. Jetzt sage ich euch ein bisschen was zu den Produkten und wir fangen an mit dem Wasserfilter. Das ist kein gewöhnlicher Wasserfilter, denn er funktioniert mit Akku und wurde zur Verfügung gestellt von dem Krisenvorsorgeshop Surau. Wie der Wasserfilter aussieht und wie er funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dieser Wasserfilter wurde in Deutschland konzipiert und es ist ein mehrstufiges Filtersystem. Er nennt sich, wie hier zu sehen, Life to Go und ist eben für Outdoor-Situationen, Krisensituationen und Notsituationen. Die enthaltene Filterkartusche kann bis zu 1000 Liter Wasser filtern und anschließend auch einfach ausgetauscht werden. Wir haben hier eben ein Set aus Pumpe und Powerbank, das ist das hier, und da kann ja mühelos in kürzester Zeit Wasser gefiltert werden. Hier in der Pumpe ist ein Gewinde drin. Das ermöglicht ein Sammeln von Wasser in PET-Flaschen und dann kann man hier die Flasche quasi einfach einschrauben und das schmutzige Wasser aus der PET-Flasche dann dadurch reinigen. Hier gibt es auch noch einen Befestigungsclip. Dann kann man ihn einfach irgendwo anklippen für eine noch einfachere Handhabung. Dabei ist auch noch so eine kleine faltbare Trinkflasche, dass man das an Wasser gleich auffüllen kann. Und da ein Wasserfilter ja lange Zeit nur rumliegt, wenn man zum Beispiel ihn für die Krisenvorsorge zu Hause hat oder für Outdoor-Touren, so oft kommt man ja nicht in eine Situation, dass man sich Wasser filtern muss. Und dass in dieser Zeit oder beim Transport die Pumpe nicht beschädigt wird, der Wasserfilter heil bleibt, wird er in einem kleinen Koffer geliefert mit Reißverschluss, sodass alles verstaut ist und einfach komplikationsfrei gelagert werden kann. Das war der erste Preis, der Wasserfilter Life to Go von Surau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gewinn, dem Hobo-Kocher von Petromax. So sieht er aus, der Hobo-Kocher von Petromax, den es heute zu gewinnen gibt. Hier hinten ist eine Abbildung, wie er zusammengebaut ausschaut. Es ist ein Stecksystem und der Hobo hat den großen Vorteil gegenüber dem Lagerfeuer, dass man einen Kamineffekt hat. Das heißt, Kochen ist hier viel schneller und viel effizienter möglich. Und du brauchst auch keine riesen Holzscheite zum Kochen, sondern es reichen wirklich Rindenstücke, Zapfen oder kleine Stöckchen, die du so gut wie überall findest. Dann schauen wir mal rein. Er kommt in einer Aufbewahrungs- und Transporttasche mit Reißverschluss. So, hier gibt es verschiedene Fächer. Und hier ist er, der Hobo, natürlich zusammengebaut. Ich lasse ihn jetzt auch eingetütet, weil sonst verkratze ich ihn nur unnötig. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Plastik, das könnte man noch schöner und umweltfreundlicher mit Packpapier lösen. Aber hier ist es jetzt in Plastik eingetütet. Es sind Edelstahlteile, die du quasi ineinander steckst. Und es gibt auch noch zwei Topfauflagen. Hier sind sie.
steckt man dann oben rein, damit der Topf Halt findet. Und wenn du eine Schräglage hast, kannst du sogar deinen Probekocher mit einem Hering befestigen, um ihn vor dem Umkippen zu schützen. Da ist hier auf dem Ascherost, das sind zwei Aussparungen, und da könnte man jetzt einen Hering durchstecken, damit er wirklich einen sicheren Halt hat. Ich finde das wirklich super, dass hier eine Transporttasche dabei ist. Denn wer schon mal einen Hobokocher ohne Tasche oder andere Transportmöglichkeit transportiert hat, im Rucksack, mit Schlafsack, mit Isomatte, mit allem, und ihr habt diesen verrußten und verharzten Hobo in euer Equipment mit reingepackt, ihr macht es einmal und nie wieder, glaubt's mir. Und hier drin ist er eben super verpackt, alles verstaut, und diese Tasche findet auch wirklich in jedem noch so kleinen Rucksack Platz. Der Hobokocher ist für jeden Outdoor-Begeisterten. Der Wasserfilter natürlich auch, aber der passt natürlich auch super in jede Krisenvorsorgeausrüstung. Und die Frage des Tages, deren Antwort euch ins Gewinnspiel bringt, ist: Bereitet ihr euch privat auf Krisen vor? Gibt es etwas, wofür ihr gewappnet seid? Oder was habt ihr zu Hause, um durch gewisse Situationen zu kommen? Oder sagt ihr gleich, von Krisenvorsorge halte ich nichts? Alle Antworten sind natürlich willkommen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Schreibt es unter dem Video in die Kommentare. Euer Kommentar ist euer Los. Und auch hier wieder eine Person, ein Kommentar. Ich möchte jetzt noch mal einen kurzen Schwenk zu den Petromax-Produkten machen, denn wie ihr sehen könnt, gibt es hier noch einiges mehr zu gewinnen. Vom Stapelrost bis zur Feuerkanne und zu Emailschalen. Richtig tolle Sachen. Und ich freue mich richtig, dass die Firma Petromax mit dabei ist im Gewinnspiel, denn ich bin von diesen Produkten absolut überzeugt. Natürlich von jedem, was ich euch hier vorstelle, aber Petromax begleitet mich schon, ja, ich würde sagen, mit Grüzi-Bag am längsten bei meinen Outdoor-Touren, und ich bin absolut verliebt in die Produkte. Die sind einfach langlebig. Ich habe sie sowohl für Outdoor als auch für die Küche, und das ist eine Anschaffung wirklich fürs Leben. Ihr habt jetzt wieder bis morgen Mittag 12 Uhr Zeit zu kommentieren. Das ist auch schon alles, was ihr machen müsst, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn du ein Abonnent meines Kanals bist. Denn die Verlosung richtet sich ja an meine Abonnenten. Ich möchte meinen Abonnenten hiermit eine Freude machen. Ich weiß aber auch, dass ich viele Zuschauer habe, die einfach nur gelegentlich vorbeischauen oder die mich trotzdem fleißig verfolgen, aber einfach nicht auf Abonnieren bis jetzt geklickt haben. Es ist vollkommen kostenlos und damit ist nichts verloren, wenn ihr einfach da klickt auf Abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr auch keines der Adventskalender-Videos mehr und natürlich auch kein sonstiges Video. Das war es auch schon, was ihr tun müsst. Wie gesagt, Abonnentenstatus ist keine Teilnahmebedingung, es ist einfach nur etwas, womit ihr mir eine Freude machen könnt. Kurz nach 12 Uhr Mittag, morgen werde ich dann den neuen Gewinner ziehen. Ich bin euch aber noch den Gewinner von gestern schuldig, den sage ich euch dann gleich noch. Ja, Mittag ist immer so eine Zeit bei mir, wo der Stress langsam abebbt, bevor er dann wieder anfängt. Denn am Vormittag ist bei mir immer unglaublich viel zu tun. Kinder fertig machen für Schule, für Kindergarten. Dann gehören die Ställe gemacht, die Tiere gehören versorgt. Die Hausarbeit macht sich auch nicht von allein. Und dann gegen Mittag wird es eben langsam wieder ruhiger. Und das ist ein perfekter Zeitpunkt eben für die Auslosung und dann für das neue Video des weiteren Adventskalendertürchens. Und jetzt zum Gewinner des gestrigen Videos. Zu gewinnen gab es einen Helicontex-Rucksack und einen Guardian Angel, ein Tierabwehrgerät. Und die Frage war, wozu brauchst du das? Wo würden diese beiden Produkte zum Einsatz kommen? Gewonnen hat folgender Kommentar: Hey Vanessa, den Rucksack mit dem Guardian Angel würde ich als Get-Home-Bag für mein Auto starten. Der fehlt mir noch. Liebe Grüße aus dem Berchtesgadener Land. Der Kommentar ist vom Julian. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Du hast das Set von Helicontex und von Pierxon gewonnen. Melde dich doch bitte innerhalb von 3 Tagen an meine E-Mail-Adresse outdoorbavaria@googlemail.com. Und das war's.
Als ich den Praxistest mit den Piexon-Produkten gemacht habe und das verfilmt habe, habe ich so einen kleinen Hinweis gegeben, dass es da bald eine Verlosungsaktion geben wird. Und da war schon ein reges Interesse da. Ihr müsst also nicht traurig sein, wenn ihr erzählt, dass ein Guardian Angel schon weg ist, denn es gibt noch 4 weitere davon. Außerdem gibt es noch weitere Produkte aus dem Hause Piexon, nämlich diese hier. Ihr dürft also gespannt sein, da gibt es auch noch viele weitere Produkte zu gewinnen. Ich bin jetzt raus, wir sehen uns morgen am Sonntag wieder mit einem neuen Adventskalendertürchen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Sonntag ist ja der 2. Advent und an den Adventssonntagen sollte es eigentlich schon etwas Größeres zu gewinnen geben, oder? Ich habe da was für euch in petto. Ihr dürft gespannt sein, klickt gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's es gut, ciao!